Hallo und herzlich willkommen zu meinem. Habe ich vorher gerade Freitag oder Mittwoch gesagt? Ich ziehe jetzt. Oh Gott, zu meinem Video! Ich habe keine Ahnung, hat welcher Wochentag gemeint war davor. Mama, weißt du es noch? Ja, war ich da. Oh, du warst gerade dabei! Ja, einfach nicht. Mist, dumme Kiste. Ja gut, sei es drum. Ich habe euch ja vorher... Nee, für euch ist es... Oh, das ist jetzt echt blöd, wenn ich jetzt wüsste, ob ich Freitag oder Mittwoch gesagt habe. Aber im letzten Video. Machen wir es einfach jetzt mal ganz elegant und schleichen uns davon. Im letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass ich... meine Historie, meine Konsolenhistorie, wenn man so will... Und die habe ich ja dann mehr oder weniger total ausgebreitet. Oh, weißt du, dass jetzt voll doof ist? Wenn das letzte, wenn das erste Video, das so schlecht war, ein Mittwochsvideo ist, brauche ich das hier jetzt als Mittwochsvideo. Dann ist der das mit, sage ich, in meinem letzten Video, das aber erst oft drauf folgend kommt. Tja. Ey, vorproduzieren ist nicht leicht. Tut euch das nicht an. Wenn ihr das macht, dann macht's frisch. Dann wisst ihr wenigstens noch, was wann war. Sonst kommt ihr so wie ich immer durcheinander und dann haben alle Leute so ein durcheinanderes Zahlengetriebe. Egal. So munter, ne? Egal. Muss mich ja nicht scheren. Egal. Ich habe heute gute Laune. Ja. Auf jeden Fall wollte ich euch was anderes erzählen, weil eigentlich wollte ich euch gar nicht die Liste meiner Konsolen, die ich so habe. Ey, weißt du was, ich mache es jetzt so, ich werde das jetzt labern, aber da habe ich wieder einen Fehler. Oh, ich ziehe es durch, ich nehme das schlechte Video auch mit, sei es drum. Gut, wir ziehen es jetzt durch, das ist jetzt das darauffolgende Video, dann passt es wieder. Entschuldigt, das ist so eine Geschichte, muss man lange überlegen, ob man es macht oder nicht. Ja. Also, auf jeden Fall in meinem letzten Video, das jetzt vor diesem Video war, chronologisch, habe ich euch ja erzählt, wie meine Konsolenhistorie ist. Ich habe auch gar nicht alles erwähnt, also ich habe ein paar vergessen. Ich bin da inzwischen auch nicht mehr so gut drin. Ich meine, ja. Egal. Auf jeden Fall, boah, weißt du was, heute kann man echt ein Trinkspiel machen, jedes Mal, wenn ich sage, egal. Oder auf jeden Fall. Oder auf jeden Fall. Na gut, nur damit ich ein anderes sage. Auf jeden Fall. Ich habe echt ein komisches Ding, glaube ich, bei mir. Nun gut, also. Bei mir ist es ja so gewesen, dass ich mir ja schon seitdem ich sehr klein bin, wie ihr ja jetzt erfahren habt, immer wieder Konsolen zugelegt habe. Ich meine, seit meiner Kommunion. Da war ich, glaube ich, so 9, 10, oder? Ja. Ja, so 9, 10 Jahre alt. Also nicht 9, 10, sondern 9 bis 10. Und heutzutage bin ich ja jetzt 26 und werde in 2 Monaten 27. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube nämlich, dass es gar nicht mehr 2 Monate sind, wenn die das Video sehen. Ach, Helena. Nein, das ist jetzt kein Scheiß. Also in 1 bis 2 Monaten werde ich, also von meiner Sicht jetzt ist 1 Monat und bei euch könnten es jetzt schon 2 Monate sein. Im Juli werde ich auf jeden Fall 27 und es sind dann jetzt schon fast 17 Jahre meines Lebens, in denen ich Spiele spiele. Und in denen ich auch Spiele mir gewünscht habe. Und nicht an die frische Luft, gell? Kennst du aufhören, mich von der Seite zu dissen? Ich bin auch an der frischen Luft gewesen. Ich bin mit meinem Gameboy immerhin einmal vor der Tür gesessen. Das zählt. Das zählt wirklich. Und bei meiner Kommunion damals habe ich ihn ja auch ausgepackt. Und da waren wir ja auch beim Kleintierzoo. Also zählt. Ja gut, auf jeden Fall ist es dann so, dass ich seitdem ja echt viel Geld in die Spieleindustrie reinfließen lassen könnte, um so sagen. Aber mir ist etwas aufgefallen und darüber wollte ich heute, oder besser gesagt schon letztes Mal mit euch reden, nämlich Spiele werden immer teurer, aber nicht viel besser. Also als ich ein kleines Mädchen war, habe ich von meinen Eltern Pokémon bekommen, damals die blattgrüne und die feuerrote Edition.
Oh Gott, habe ich die durchgezogen. Ich sag euch, das habe ich durchgezogen. Die habe ich bis zum letzten Punkt durchgezogen. Ich bin sogar Pokémon-Meisterin geworden. Und zwar mit dem unkreativsten Pokémon-Namen aller Zeiten. Ich habe meinen Glurak damals, nein, also mein Glumanda, das ich bekommen habe, damals Feuersturm genannt. Und das erste Wasser-Pokémon hieß dann Wassersturm und das erste Blatt-Pokémon hieß dann Blattsturm. Also die Namen waren jetzt nicht unbedingt so top. Danach habe ich dann nie wieder Pokémon benannt, weil die Namen sind immer schlimmer geworden. Ja, und ich habe damals das Spiel von meinen Eltern geschenkt bekommen und ich weiß es noch, weil sie vergessen haben, das Preisschild wegzupulen, dass das Spiel damals 19,99 gekostet hat. Und ja. Und dann habe ich eben noch weitere Spiele gekauft. Die habe ich damals ungefähr zwischen, die haben da zwischen, ich glaube zwischen 10 Euro und 20 gekostet. Maximal war damals, glaube ich, so der Wert. Aber man darf nicht vergessen, ich war ein kleines Kind. Also man verklärt immer gerne in der Kindheit alles, weil da alles noch so verschwimmend ineinander ist. Vor allem Preise. Aber als ich dann ungefähr 15, 16 war, kam ja der 3DS oder so, der DS Lite raus, wo dann die ganzen alten Spiele, die Module nicht mehr funktioniert haben und man neue gebraucht hat. Und damals kam dann auch Soul Silver raus, das Pokémon-Spiel. Und das habe ich mir damals gekauft, nachdem ich echt monatelang gespart habe. Und es hat damals dann 35 Euro gekostet. Aber ich habe mir natürlich eine Sonderedition gekauft mit dem Pokéwalker-Ding da. Und ja, das kann natürlich sein, dass es deswegen teurer war. Deswegen wollen wir das jetzt mal nicht gleich als, sondern sagen wir mal, den Pokéwalker, der hat dann noch 10 drauf gekostet oder so. Dann war es auch nur bei 25. Und ja. Und dann habe ich da die Spiele gekauft und die waren dann alle so im Rahmen zwischen 15 und 25. Ich versuche euch hier was aufzuzeigen. Also, wir müssen etwas aufpassen, tut mir leid. Dann, als dann die nächste Generation kam mit dem 3DS, war es dann schon so, dass die Spiele zwischen 25 bis 40 gekostet haben. Wo ich dann auch so gesagt habe zu meiner Mutter, boah, die Spiele werden immer teurer. Und das war dann auch tatsächlich dann die ersten Jahre, wo ich dann mich entschieden habe, wenn ich mir irgendein Spiel brauche oder so, dann wünsche ich es mir bloß noch zum Geburtstag, weil anders kann man sich das nicht leisten. Habe ich mir echt, oder ich musste ewig lang sparen. Ja, und dann jetzt, wo ich 26 Jahre alt bin, mein Gott, ich habe es immer mit diesem 27 schon. Ich sage zu allen immer, ich bin schon 27, dabei bin ich erst 26. Als hätte diese 7 bei mir irgendeinen magischen Moment ausgelöst, egal. Na, aber schon wieder, ne? Na gut. War dann auf jeden Fall, war es dann jetzt, wenn ich jetzt ein Spiel kaufe, ist es tatsächlich so, dass die Spiele zwischen 45 und 50 Euro kosten. Und die Spiele von der Switch sind tatsächlich jetzt auch schon bei einem Punkt von 40. Also ich weiß jetzt aber nicht, ob es nur Aktionspreis war. 40 und 55. Was ich sagen will, ist, wenn man sich überlegt, dass als ich angefangen habe, der Maximalpreis 25 war für ein Spiel und der heutige Maximalpreis für ein Spiel bei 55 ist, ist das mehr als doppelt so viel. Und wenn man mal die Spiele sich ganz genau anschaut und wenn man mal sich mal nur so ein paar Leute anhört, die immer drüber reden oder so Artikel liest, was ein Spiel kann, liest man oft, und zwar sehr oft, den Text, das Spiel ist wie das Spiel. Also es ist nicht mal so, dass die Spiele heutzutage irgendwelche großen Innovationen mehr haben oder dass da irgendwie das Rad neu erfunden wird, sondern es ist tatsächlich oft so, dass die Brühe von vor 6 Jahren nochmal aufgebrüht wird. Und das beste Beispiel, das ich für mich persönlich da habe, ist Pokémon. Ja, in jedem Pokémon-Spiel kommen neue Pokémon dazu, aber die Grundmechanik der Pokémon-Spiele ist ein Ei dem anderen. Und man ist ja jetzt schon an einem Punkt, wo man sich freut, wenn irgendwie Kleinigkeiten anders sind. Aber es geht auch immer noch darum, dass man durch die Pokémon-Welt stiefelt, sich Pokémon fängt, irgendwelche Arena-Leiter herausfordert oder inzwischen irgendwelche Herausforderungen erledigt. Und ja, für mich persönlich fehlt da irgendwie auch ein bisschen was, weil
wenn ich mir überlege, dass ich 50 Euro für etwas ausgebe, dann möchte ich auch etwas davon haben. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt aufhöre, Spiele zu kaufen, weil, bei Gott, ich bin immer noch furchtbar süchtig. Aber wenn ich mir überlege, dass es teilweise so ist, dass die Spiele dann Jahre später unglaublich im Wert fallen und alte Spiele wiederum voll im Wert aufsteigen. Also eins von meinen alten Spielen ist gebraucht, glaube ich, jetzt um die 80 Euro wert, wo ich mir dann auch gedacht habe, krass. Ich habe es damals für 25 bekommen und jetzt zahlen andere dafür für 80. Da ist eine ganz schöne Diskrepanz. Und ja. Aber dennoch muss ich sagen, und das ist etwas, wo tatsächlich, wo ich ehrlich bin, das einzige Pokémon-Spiel, das ich hier beendet habe, wo ich fast komplett durchgespielt habe, also ich meine, jetzt kann man halt noch frei rumstiefeln, ist die blattgrüne Edition. Oder nee, es ist die Feuerrot. Ich bin mir nicht sicher. Also entweder Feuerrot oder Blattgrün, aber eine von den beiden habe ich komplett durchgespielt. Habe dann aber mich entschieden, nachdem ich sie durchgespielt hatte, dass ich auf jeden Fall noch die ganzen, dass ich das Pokédex vollkriegen will. Und deswegen bin ich gerade dabei, mit der anderen Edition alle Pokémon zu sammeln, damit ich dann da die Pokémon zusammenkriege. Also, ich habe keine Hobbys, wie man merkt. Doch, eigentlich ist das ja mein Hobby, das könnte man also so sagen. Also ich habe, also manchmal, wenn ich das so höre, denke ich mir, du hast echt kein Leben gehabt mit 15, 16. Wenn andere zur Disco gegangen sind, habe ich Glurak versucht zu fangen, zweites Mal. Was gar nicht geht, wenn ich mich nicht irre. Naja. Aber, was ich auch sagen muss, die größte Innovation in meinen Augen im Pokémon-Universum war der Sprung von Pokémon Gelb, also Gelb, Blau und Rot oder Grün oder ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall die ersten Editionen zu Blattgrün und Feuerrot, weil da war die Optik dann besser, obwohl es dasselbe Spiel war. Und dann der größte Sprung in meinen Augen war dann wiederum zur silbernen und zur goldenen Edition, / zu Heart Gold und Soul Silver. Also das waren, sind so für mich die besten Pokémon-Spiele, die es bisher so gab. Aber es gibt auch viele andere Spiele, die furchtbar sind und die überteuert sind, glaubt's mir. Man kann immer ins Klo greifen. Ich habe mal dieses Spiel gekauft, das hat sich Pizza irgendwas genannt. Da konntest du deine eigenen Pizzas backen. Und ich habe das Spiel so null gecheckt. Wenn ich es, glaube heutzutage finden würde, würde ich es eher checken, weil das war, da ging es eher ums Business und Finanzen. Und damals war ich noch in einem Alter, wo man das null gerallt hat. Ich meine, damals war ich happy, wenn ich Fritzi Fisch spielen konnte und es gecheckt habe. Ja. Und selbst da habe ich dann immer oft meinen Papa gerufen und gesagt, Papi, machst du das für mich? Ach ja, die guten alten Zeiten. Ich habe euch noch eine Geschichte aus den guten alten Zeiten. Die erzähle ich euch aber erst nächstes Mal. Wir sehen uns dann wieder. Bis bald. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch auch aufgefallen sind, dass Pokémon-Spiele immer teurer werden und das Geld immer weniger. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rick@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.